Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sternstunde mit der lieben Bettina. Hallo, ihr Lieben, und bitte, lieben Anja. Hallo. Wir haben heute ein bisschen Vorgespräch gehabt und dann sind wir völlig geswitcht und dann die Idee für heute, verlorener Zwilling. Das ist ein Thema, ich bin selbst betroffen. Und die Bettina hat ja da auch schon mal Workshops dazu gegeben oder Vortrag gemacht jedenfalls. Und das kam gerade so ins Feld und ich dachte, ja, das passt. Es ist einfach ein ganz, ganz spannendes Thema und ein Thema, was auch immer wieder mal unter den Tisch fällt, glaube ich, weil es gar nicht so vielen Menschen auch bewusst ist. Und so haben wir gedacht, wir nehmen das einfach mal mit in unsere Sternstunde auf, dieses Thema. Genau. Genau. Ja, und es ist irgendwie so ein bisschen ein Thema, wo man sagt, was? Zwilling? Wieso? Ich bin doch alleine. Warum soll mich das betreffen? Was hat das mit mir zu tun? Und das Interessante ist, dass man sehr wohl erforscht hat, dass in etwa jede achte Schwangerschaft entweder mit einem Zwilling oder auch mit Mehrlingen angelegt ist. Und das ist schon sehr interessant, ne? Jeder Achte, also acht ist dann schon bald, dass es dich dann vielleicht auch trifft, ne? Und ja, also natürlich können wir uns fragen, okay, gut, aha, vielleicht hat es mich mit jemandem Zweiten gegeben oder vielleicht sogar jemandem Dritten oder Vierten. Aber was hat das für eine Auswirkung auf mein Leben und warum sollte ich mich damit jetzt überhaupt beschäftigen? Weil ich bin ich und ich habe jetzt das Problem in meiner Partnerschaft oder dass ich im Burnout bin und erschöpft bin oder dass ich mich von Menschen nicht abgrenzen kann oder dass ich mich so einsam fühle oder. Und aus meiner eigenen Erfahrung und Erforschung, weil ich auch dann eine Diplomarbeit darüber geschrieben habe, kann ich euch sagen, dass es wirklich ein sehr sensibles, intimes Thema ist, dass wenn jemand davon betroffen ist, es eine doch größere, ich sag's mal vorsichtig, Auswirkung haben kann auf das eigene Leben. Und sogar auf den ganzen Lebensweg, also nicht nur auf die pränatale, die Zeit während der Schwangerschaft, auch nicht während der Geburt und auch nicht die ersten 3 Lebensjahre oder 6 Lebensjahre, wo man sagt, ja, das sind die wichtigsten Entwicklungsjahre. Nein, es hat eine Auswirkung, eine unbewusste Auswirkung auf unser, so wie wir uns fühlen, so wie wir auf das Leben schauen. Natürlich nicht nur, weil wir natürlich auch Eltern haben und ein soziales Umfeld, das uns natürlich auch lehrt und prägt und erfahren lässt. Aber das ist schon auch, also wenn es jemanden trifft oder betroffen hat, dann ist das eine der allerersten Erfahrungen, die wir überhaupt machen können. Also ja, der Moment der Zeugung ist vielleicht der allererste Moment, wo wir etwas erfahren. Zwar noch unbewusst, nicht, weil das Bewusstsein kommt ja erst später dazu, aber auf körperlicher Ebene. Und heute wissen wir ja, dass wir ein Körperbewusstsein haben, ja, dass der Körper auch Schmerzen abspeichern kann, dass er Erfahrungen abspeichern kann. Und selbst wenn wir von einer gewissen Situation oder einem Schmerz gar keine Ahnung mehr haben, kann es passieren, dass wir unabsichtlich zusammenzucken, wenn irgendwas auf uns zukommt oder irgendetwas tut uns Spezielles weh, wenn das und das passiert und wir wissen gar nicht, warum wir so reagieren. Ja, das mache ich halt immer so. Da haben wir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Es hat auch einen Grund, warum wir vor gewissen Dingen eine Angst haben. Und oft finden wir aber gar keine Erklärung, wie zum Beispiel vor der Dunkelheit oder vor dem Wasser. Oder warum habe ich so große Angst vor dem Alleinsein? Und das kann
Ich sage es auch da wieder ganz vorsichtig, weil es muss nicht sein. Es kann ein Thema mit einem Zwilling sehr wohl zu tun haben. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil das wirklich Themen sind, die ganz viele unbewusste Ebenen von uns ansprechen oder triggern kann. Und wir wollen ja niemanden da jetzt in eine Situation führen, wo er oder sie sich nicht wohlfühlt oder möglicherweise das Gefühl hat, das nicht handeln zu können. Ja. Deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig, auch in meinen Beratungsstunden, auch wenn ich da so ein Gefühl dafür bekomme oder so eine Idee sich bei mir entwickelt, es könnte in diese Richtung gehen, mit all dem, was mir der Mensch erzählt, dann würde ich das auch nicht sagen, also all das, was du mir jetzt erzählst, das klingt für mich so, als wärst du ein als Zwilling angelegt gewesen. Das wäre viel zu schnell, das kann man gar nicht aufnehmen auf die Art und Weise, ja, weil ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal davon erfahren habe und mitbekommen habe bei einer Aufstellung, die ich selber besucht habe und Teilnehmerin war. Und ich von dem Thema erstmals was überhaupt gehört habe, habe ich mir gedacht, keine Ahnung, da kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Es hat nicht einmal mich betroffen, es hat jemand anderen im Raum betroffen. Und ich habe mir dann gedacht, habe ich das? Fühle ich mich einsam? Ja, ich fühle mich einsam, aber ich fühle mich jetzt nicht, als würde mir jemand fehlen. Also ja, ich hätte zwar gern noch einen großen Bruder gehabt, habe aber eine Schwester. Aber nein, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, ja. Und das ist einfach unsere Verstandesebene. Das ist die Ebene, die rational zusammenfasst aufgrund all unserer Erfahrungen und Kenntnisse. Und dieses Thema des Zwillings befindet sich aber nicht auf der Ebene, sondern die befindet sich ganz tief unten, nämlich auf einer körperlichen Ebene. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich als Kind, ich bin eigentlich eine Wasserratte, immer schon gewesen. Und wir haben, also ich bin in einer Wohnung groß geworden und wir haben ein Schwimmbad am Dach gehabt. Und also ich habe sehr schnell schwimmen gelernt. Und ich habe es geliebt, baden zu gehen. Was ich aber gehasst habe, war als Kind, wenn ich in der Badewanne war und es hat dann geheißen, ich werde jetzt die Haare gewaschen, dass ich geglaubt habe, ich werde ertränkt. Und dann habe ich so zum Schreien angefangen, dass dann noch meine Schwester und mein Papa noch dazukommen mussten. Und die mussten mich festhalten, weil sonst hätte mich meine Mama nicht abduschen können, den Schaum. Es war so schlimm, bis sie dann irgendwann einmal auf diese glorreiche Idee gekommen ist, mir einen Waschlappen auf die Augen zu geben und dass ich den Kopf einfach nur nach hinten geben muss, ohne dass mir das Wasser so runterrinnt und ich das Gefühl habe, zu ersticken, zu ertrinken und zu sterben. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt ein Kind auf die Idee, dass es jetzt ertrinken oder ersticken würde? Weil es ist mir nie passiert. Ich bin nicht am Dach oben im Swimmingpool und das unter Wasser gehalten worden, weil mit so einem kleinen Kind macht man sowas schon gar nicht. Das macht man dann vielleicht aus Spaß, wenn man größer ist, aber sicher nicht mit so kleinen Mäusen. Ja? Also diese Erfahrung habe ich definitiv nicht erlebt gehabt und habe aber so reagiert. Und da hat es ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben gegeben, wo es eine ganz starke Reaktion von mir gegeben hat, die nicht erklärbar war. Wie zum Beispiel, dass ich auch immer eigentlich mehr gegessen habe, als was ich wirklich hungrig war. Wie wenn ich für jemanden zweiten mitessen würde. In früheren Zeiten kann ich mich noch erinnern, als Kind bin ich immer gelobt worden, weil ich immer so brav gegessen gehabt habe. Ja. Ja, weil da war das ein hoher Wert, wenn ein Kind brav isst. Ne? Das waren unsere Eltern waren ja Kriegskinder. Ja, also das war ja noch eine ganz andere Geschichte. Und die sind mit einer ganz anderen Energie in ihr Familiensein gegangen.
Und somit war es da etwas Besonderes, wenn ein Kind brav aufgegessen hat, das, was auf den Tisch gekommen ist. Ich habe aber nicht gegessen, um mir da das Lob zu holen, sondern weil ich einfach wirklich das Gefühl gehabt habe, ich muss für zwei essen. Und ich habe interessanterweise auch immer wieder mal erwähnt, es fühlt sich für mich an, wie wenn ich für jemanden zweiten mitesse. Spannend, ja. Also ich finde es auch gerade spannend, dass wir diese ähnliche Situation mit dem Haare waschen. Also ich habe mit 6 oder mit 7 sogar noch gebrüllt wie am Spieß. Das war unpackbar. Also ich bin baden gegangen, wie du, liebend gern, aber Haare waschen. Und dieses nicht, das Gefühl haben, es selber nicht kontrollieren zu können, auch, ja, was da jetzt mit einem passiert, das war der Horror Ja. bei mir. Also ich finde das sehr spannend, dass das so ähnlich ist. Ja. Jetzt, wo du es erzählst, ja, okay, habe ich auch noch nicht in dieser Verbindung zum Beispiel gesehen, ja. Das mit dem Essen, bei mir war es genau das Gegenteil. Ich war immer Strich in der Landschaft. Ich habe immer Also ich habe schon eine Zeit lang sehr gut gegessen und dann fing ich an, so mäkelig zu werden. Und dieses, eigentlich mag ich nicht gesehen werden. Es ist genau das Kontra. Ja, Ja. ganz Genau, das spannend. auch. Ja, Ja. voll. Bei mir hat es auch, Ja. es hat noch eine Situation gegeben. Ich war zum Beispiel immer ein Papamädchen, ja. Und meine Mama hat so Wechseldienste gehabt. Entweder Vormittagdienst, da habe ich es nicht so mitbekommen, weil dann ist sie irgendwann zu Mittag nach Hause gekommen und da war sie meistens schon zu Hause, bevor ich von der Schule kam. Aber wenn sie Abenddienst hatte, kam sie immer pünktlich um 8:30. Aber wenn sie nicht um 8:30 gekommen ist, bin ich im Vorzimmer auf und ab gelaufen, wie ein verrücktes Huhn ja, oder wie so ein verstörter Hund und habe geweint. Was ist mit der Mama los? Wieso kommt die nicht daher? Ihr muss ihr irgendetwas passiert sein. Ja? Und ich habe mich dann so reingesteigert. Ja? Diese Verlustangst war so groß, obwohl also oft dann auch der Vater gesagt hat, du, da wird die Straßenbahn davon gefahren sein oder in der Firma hat noch wer sie gebeten, dass sie noch schnell irgendwas macht. Und das war ja dann auch immer genau so. Aber für mich war es die Hölle. Ja, als wenn die Welt zusammenbricht, gell? Als würde die Welt zusammenbrechen, ja. Und obwohl meine Eltern immer für mich da war und ich auch nicht sowas kenne wie Bindungstrauma und dergleichen, ja. Und trotzdem war das ganz, ganz schlimm für mich, ja. Und ich erinnere mich noch, dass wenn mein Vater dann irgendwann einmal hatte dann die Geduld verloren, weil ich mich dann so reingesteigert habe, weil ich so im Schmerz war und so in der Angst und Sorge, dass er dann oft gesagt hat, du bist zu hysterisch, hör auf, so hysterisch zu sein. Und man hat mich dann oft als einen Hypochonder hingestellt, dass ich mich wegen jeden sogenannten kleinen Furz gleich aufrege. Und das hat aber einen Grund. Das heißt, dass das Nervensystem ja eine Erfahrung gemacht hat, die der Verstand nicht mehr abrufen kann, weil er da noch nicht hat rational denken können. Doch das Körperbewusstsein hat die Erfahrung mit den Emotionen in sich gespeichert. Und deswegen, wenn dann so eine Situation, wo das Nervensystem wieder überstrapaziert wird, dann der Ausdruck meiner sogenannten, wie der Vater gemeint hat, Hysterie. Ja. Es ist so spannend und ich finde auch, dass du sagst, das ist so ein ganz sensibles Thema und da kann man das niemandem so ins Gesicht sagen, ja. Ich kann mich erinnern, als ich die ersten Male in Aufstellungen war und davon gehört habe, dass ungeborene Kinder oder totgeborene Kinder oder eben Kinder, die abgetrieben wurden oder eben ein weiteres Kind da war, von dem niemand sowas wusste, ja. Ich war immer in den Rollen eines dieser Kinder. Ja. Und das war sehr spannend und dementsprechend war es für mich aber so ein, ah ja, okay, ich bin in der Rolle und deswegen eben auch die Emotionen und so weiter. Und bei mir war es in meiner Ausbildung zur Aufstellungsleitung, wir hatten ein ganzes Wochenende über dieses Thema und ich bin mit einem ganz, ganz anderen Thema dann aber tatsächlich in die Aufstellung reingegangen, weil da übt man ja ganz viel und so weiter. Und
habe in keinster Weise, obwohl dieses Thema an diesem Wochenende da war, mit diesem Thema eine Verbundenheit gehabt bei der Aufstellung, ja. Bis dann der Aufstellungsleiter sagt, also dann war dann eine Person da, die, ich glaube, die war am Anfang verdeckt oder nicht ganz klar, wer das ist, ja. Und dann eben so, wer ist das? Und ich sage, na, wer soll das sein? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, und er sagt so, welches Thema haben wir dieses Wochenende? Ich sage, ich weiß nicht, welches Thema wir dieses Wochenende haben. Also, ja, wo ich mir denke, also im Nachhinein mit vollem Bewusstsein, wo ich mir denke, was läuft in einem da ab? Ja, also völlige Verweigerung im ersten Moment, da bewusst hinzuschauen. Also das hat ein paar Schleifen gebraucht in der Aufstellung, bis ich gesagt habe, aha, das ist scheinbar meine Zwillingsschwester. Und also das war für mich so, obwohl man dann mit diesem Thema schon so gearbeitet hat und also wie stark man da eine Abwehr gegen hat. Und deswegen, wie du sagst, ist es so dass man da so vorsichtig an dieses Thema herangeht. Ja? Und eine Möglichkeit ist jetzt zum Beispiel Aufstellungen. Was sind deine Erfahrungen, wie Menschen da noch drauf kommen können, sagen wir es mal jetzt in Anführungsstrichen? Also auf jeden Fall in der Körperarbeit, also in der kraniosakralen Biodynamik ist da ein ganz ein wunderbares Arbeitsfeld, das wirklich gut zu begleiten. Ja. Auf jeden Fall vielleicht auch in der Traumatherapie. In der Psychotherapie muss man schauen, wie offen der Therapeut ist, weil es ist in der Therapie, jetzt in der Psychotherapie noch nicht so angekommen, sage ich mal vorsichtig. Das hat natürlich immer mit der Entwicklung und der Ausrichtung des Therapeuten was zu tun. Aber es gibt Therapeuten, die können damit überhaupt nichts anfangen. Und ich glaube, dass es schon noch wichtig ist, also der Therapeut selber. Oder der Lebensberater muss jetzt nicht die Erfahrung selbst gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, durchaus wichtig, von dem Thema selber erstens mal Bescheid zu wissen. Ja? Also auch in der Fortbildung da vielleicht weiter gearbeitet zu haben, in diversen Büchern da weiter studiert zu haben. Und es macht natürlich auch nochmals Sinn, sage ich mal vorsichtig, ja. Also nicht nur das theoretische Wissen, aber auch das, also das Selbsterfahrene. Es ist ja noch einmal etwas anderes, wie wir dann abgeholt werden, wie wir dann auch verstanden werden, wie, also das, es ist ja so wichtig, dass wir da ernst genommen werden. Und dass niemand uns, also vielleicht dann von uns dann glaubt, wir reimen uns da irgendwas zusammen, haben da irgendwelche Hirngespinste und ich weiß nicht was und glauben an irgendwelche esoterischen Tralalas und dass das überhaupt, also ich bin sehr gerne in der Esoterik, ja, aber also das eine hat mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun, ja. Und wie gesagt, es gibt, da gibt es eine eigene Wissenschaft, die das sehr wohl erforscht, diese Thematik. Bei uns ist es vielleicht noch ein bisschen weniger in aller Munde, weil auch bei der Schwangerschaft wir ein anderes System haben als in anderen Ländern. Ich weiß jetzt nicht mehr ab welcher Woche, weil schwangere Frauen bei mir jetzt gerade nicht so das Thema sind. Aber laut Mutter-Kind-Pass, da wird ja vorgegeben, ab wann man Ultraschall machen soll, muss, ja. Und da kann man ja dann sehen, wie viele da sind, nicht? Aber oft ist es ja so, und das hat man in anderen Ländern, wo diese frühzeitigen Untersuchungen stattfinden, feststellen können, nämlich früher als in Österreich. Und ich glaube, es war Belgien, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dass diese Zwillingskinder oder Mehrlingskinder schon so früh ja abgehen. Ja? Und oft gibt es ja einen Hinweis darauf, also entweder hat die Mutter Blutungen, so Zwischenblutungen. Oder aber
Die Hebamme oder die Frauenärztin oder der Frauenarzt sieht nach der Geburt, wenn die Plazenta dann draußen ist, kann man das sehen, dass da ein Zwilling vielleicht sich irgendwie absorbiert hat. Oder aber es gibt Menschen, das klingt alles so spooky, aber diejenigen, die es erlebt haben, die wissen ganz genau, wovon wir sprechen. Und dann ist es nicht mehr spooky, sondern es ist real. Die merken, dass es irgendwo an einer Körperstelle, da ist irgendwas, ja, und dann muss das operativ geöffnet werden. Und siehe da, hat man tatsächlich Nägel und Haarstücke gefunden. Ja. Ja. Und auch daher weiß man, dass das von einem Geschwisterchen sozusagen war. Dass sich eben, nachdem es verstorben ist, und dann beim anderen irgendwie in der Entwicklung angedockt hat. Also ich sage das jetzt so ganz platt, ja, weil ich ja jetzt auch keine Biologin bin. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass man als Tu oder Drilling oder wie viel auch immer von Anfang an da war und aus irgendeinem Grund entwickelt sich das eine nicht mehr weiter. Dann ist am Anfang, da ist etwas. Ja, und man entwickelt sich, man kommt an in der Gebärmutter und man spürt ja den anderen. Ne? Das ist so wie, wir spüren ja auch oft, dass hinter uns jemand ist. Und dann drehen wir uns um und sagen, ah, hallo, ich habe dich schon gespürt gehabt. Ne? So. Und dann auf einmal passiert, dass der eine geht. Und dann gibt es Menschen, die nicht verstehen können, und ich zähle auch dazu oder habe dazu gezählt, die extreme Angst vor der Dunkelheit hatten und extreme Angst vorm Alleinsein. Es gibt sehr viele Kinder, die das haben. Es gibt sogar viele Erwachsene heute. Es gibt sehr viele, die das auch nicht zugeben, aber ich weiß es aus vielen Gesprächen, ob das jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis war oder in der Praxis, die heute noch extreme Angst vor der Dunkelheit, vor der Einsamkeit, vom Wasser haben, vor Arztbesuchen und, die nicht alleine sein können, die pausenlos sich zumindest irgendwie beschallen müssen, damit sie diese Stille nicht aushalten müssen. Ja, wir sind in einer Zeit, wo mittlerweile pausenlos irgendwie Lichter und Musik auf uns niederprasselt. Das ist was anderes von dieser Unruhe, von der ich spreche, um sie mit irgendwelchen Lärm irgendwie auszugleichen. Das ist ein tiefes inneres Gefühl, das nicht erklärt werden kann. Ja, genau das, dieses nicht erklären können Ja. von gewissen Dingen, ja, wo man sich schon fast gar nicht traut, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, weil man, wie du sagst, als spooky, als irgendwie durchgedreht oder keine Ahnung abgetan wird. Ja, bei mir war das dieses Thema, ich habe mich allein gefühlt. Ja, und es gab aber nicht wirklich einen Grund in manchen Dingen. Und das Spannende ist das, was du sagst, dass es ja nicht nur Auswirkungen hat während der Zeit der Schwangerschaft oder kurz danach oder so. Ja, man weiß ja eben auch, dass lebende Zwillinge eine Bindung zueinander haben, die ja nicht erklärbar ist. Also das finden ja auch ganz viele Menschen einfach spooky. Aber auf eine schönere Art und Schöner, Weise. ja. Ja, und im Endeffekt aber heißt es doch, wenn das bei lebenden Zwillingen schon so ist, ja, die haben ja auch nicht erst nach der Geburt damit angefangen, die haben ja vorher damit angefangen. Ja. Ich glaube, dass es egal wie kurz oder wie lang, ja, Ja. es da die diese dieses andere Wesen noch mitgegeben hat, dass das einfach eine Auswirkung hat. Absolut. Ja, und ich find das sehr spannend, dass es in manchen Ländern, wie du sagst, dass das schon ja einfach viel mehr im Bewusstsein auch ist, weil es durch die Untersuchungen und wie auch immer.
und dass da auch geschaut wird. Und gleichzeitig gibt es ja diese Berichte, wie du sagst, ja, dass Menschen haben geglaubt, sie haben einen Tumor da irgendwo, ja, und dann kommt heraus, ah, okay, es ist eigentlich sind das Haare, ja, oder Ja. Nägel oder was auch immer. Und dass das, wie manche andere Themen noch so im deutschsprachigen Raum so, Ja. ja, aber. Also, ja, also es wird manchmal so abgetan, so, und die Menschen dann sich oder dadurch, dass es noch immer nicht so präsent ist, egal in welchem Bereich das ist, dass Menschen, die es erlebt haben, die betroffen sind, von sich selber immer glauben, ich bin falsch. Das ist so schade, oder? Weil es ist ja, es heißt ja nicht, dass man jetzt nur diese Angst oder diese Angst vor Dunkelheit, vom Alleinsein und wie auch immer, sondern dass ja auch ganz viele andere Aspekte mit drin liegen, wenn man also wenn man als Zwilling überlebt und alleine weitergeht. Also bei mir ist zum Beispiel, dass ich immer das dann sehr lange das Gefühl hatte, ich kann das eine und aber auch das andere. Und weil ich kann meine Seite leben und gleichzeitig hatte ich immer, aber das andere ist auch. Das ist ja so dieses, man sagt ja dann so, dass man für jemanden, das ist ja auch in Aufstellungen oft so, dass man das Leben eines anderen lebt. Ja, also dass ja da auch ein Potenzial irgendwo dahinter steckt. Also dass es nicht nur eine Belastung ist, sondern dass das ja auch was Schönes sein kann. So dieses, ich bin das eine. Aber weil da die Bindung da ist, eine Verbundenheit und Zwillinge, selbst wenn sie eineigig sind, sind sie ja manchmal sehr unterschiedlich, das eine und das andere sein zu können und das andere auch immer wieder ausprobieren zu können. Also das ist ja auch, es soll uns nicht nur Angst machen, dass es dieses Thema gibt, sondern dass man da auch mal hinschaut und was gewinne ich denn daraus, wenn ich es Ja. dann weiß? Ja, wenn ich es weiß, ja, es ist spannend, man hat Ärzte und Ärztinnen und Hebammen auch interviewt und gefragt, eben, ob sie denn etwas bei der Geburt gesehen hätten. Und da wurde eben erzählt, ja, also man hat es bei der Plazenta durchaus mehrmals sehen können. Und dann hat man auch gefragt, ja, und warum hat man das den Frauen nicht gesagt? Und da wurde dann die Antwort gegeben, weil die Angst zu groß war, dass die Frau möglicherweise in eine Depression reinrutscht. Ja, anstatt sich über das lebende Kind zu freuen, gibt es Frauen, und die also wirklich vielleicht zwei Kinder geboren haben und eines ist verstorben und die können sich nicht darüber freuen, über das Lebende, weil, ja, und deswegen wollte man da gar nicht erst einen Raum öffnen, wenn schon gar kein Bewusstsein von wegen, da ist noch mehr drinnen, als was rausgekommen ist, dann wollte man das nicht noch ein bisschen die Wunde da aufreißen. Und deswegen wird das auch verheimlicht. Ja. Und das finde ich auch interessant. Oder auch eben, dass Frauen, die während der Schwangerschaft eine Zwischenblutung haben, viele wissen nicht, dass da auch ein Baby abgehen kann. Ja? Ja. Und das, was du jetzt gerade vorhin auch gesagt hast, alleine das Wissen darum, ob man einen Zwilling hatte oder nicht, also besser bleiben wir bei dem Gedanken oder dem Gefühl und dem Wissen, dass wir das hatten, diese Erfahrung. So ist nicht nur das Leid da, sondern es steckt auch eine Ressource drinnen. Ja. Das Leid steckt deswegen da, weil das Unterbewusstsein weiß es, weil da ist auch das Körperbewusstsein drinnen. Aber das Bewusstsein hat kein Wissen drum. Und umso mehr wir uns dessen bewusst werden, wie wir auf diverse Situationen reagieren und jetzt dafür auch ein Verständnis bekommen, warum wir so reagieren, weil da der oder die zweite oder dritte auf einmal gefehlt hat. Und deswegen habe ich dann so reagiert und bin in die Angst gegangen und habe mich das nicht getraut oder jenes oder bin hergegangen
ein und bin, habe immer von allem das Doppelte gegessen oder habe immer zwei Blumen gekauft und zwei T-Shirts gekauft und zwei Hosen gekauft und zwei Schokoladen, obwohl ich ja nur eins brauche eigentlich, nicht? Also es ist auch so ein Phänomen, was viele dann erzählen, dass sie immer das Gefühl haben, alles doppelt kaufen zu müssen. Stimmt. Kennst du das von dir? Ja, durchaus. Sich nicht entscheiden, also manchmal wirklich dieses nicht entscheiden können, weil ja so viele Optionen da wären. Ja, also das ist bei mir, gerade wie du das sagst, mit Klamotten kaufen zum Beispiel, das merke ich ganz. Ja, also das oder das. Also diese Entscheidung treffen, ich denke mir, ja, beides geht ja auch, obwohl man für einen Anlass zum Beispiel ja nur ein Kleid brauchen würde. Kann ja nicht bei zwei anziehen. Ja, aber das sind so Dinge, wo man dann also strauchelt vielleicht, gell? Aber wenn man es weiß, dass man das mit Humor nehmen kann. Ja, Ja. genau. Und da sind wir ja schon bei den Ressourcen, nicht? Also was erstens mal Wissen macht immer sehr viel Sinn, wenn wir verstehen, warum wir so reagieren, wie wir reagieren und warum wir so sind, wie wir sind. Und vor allem können wir dadurch beginnen, auch Selbstliebe, Selbstfürsorge zu entwickeln, weil dann werde ich vielleicht nicht mit immer denken, ah, ich bin so deppert, echt, jetzt habe ich schon wieder so viel Geld ausgegeben, weil braucht ja eh keiner, sondern ich werde wissen, ah ja, genau, da hat schon wieder eine andere Instanz mitentschieden, Genau. ja, die nämlich auch für den oder die andere dann noch mitsorgen und mitbekümmern und in Liebe sein wollte, ja. Also ich kann von meiner Seite, das ist wieder so eine persönliche Geschichte, nur sagen, dass der Anfang wie sich dieses Trauma bei mir geöffnet hat, und das ist so, also kommt ja nicht auf einmal, in den meisten Fällen sage ich mal vorsichtig, ja, kommt nicht auf einmal, sondern das sind so viele Schichten drüber gelegt, ja, damit dieses Geheimnis, ja, oder dieser Schmerz gut verpackt ist, ja, so dass der nicht tagtäglich getriggert wird und tagtäglich uns berührt und uns verletzt und wir in dem Schmerz und Kummer und ich weiß nicht, was, werden wir ja Bucki, ne? Also deswegen sind da ganz viele Schichten von guter Verpackung eingebettet und dass da dem Geheimnis dann ja nicht zu viel passiert. Und umso mehr wir ein Verständnis dafür bekommen und uns mit dem Thema beschäftigen, wird immer ganz sanft von uns selbst mit Erkenntnissen und mit, ah, so ist das bei mir. Ah ja, genau deswegen war ich immer so als Kind schon und und. Und da beginnen diese Schichten sich langsam von selber zu lösen, ohne dass man da mit irgendwelchen Geräten oder mit irgendwelchen Methoden oder möglicherweise mit irgendwelchen Medikamenten da ran müssen. Gar nicht. Das kann alles ganz auf sanfte, liebevolle Art und Weise geschehen. Das, was wir uns geben dürfen, ist Zeit, weil es wirklich ein sehr sensibles, für viele eben auch ein traumatisches Thema ist. Es ist eben nicht nur so, aha, okay, ja, ich war mal auch als ein Zwilling angelegt, interessant, ja, passt. Also dann ist es ja nur da. Ja. Ja, aber das ist ja in Wahrheit da unten. Ja. Genau. Und wenn wir dann bei der Aufarbeitung sind, merken wir, dass die Selbstliebe, die Selbstfürsorge sich entwickelt. Wir werden viel liebevoller, viel umgänglicher mit uns selbst. Ja, wir blicken nicht mehr nur nach draußen und versuchen, alles und jeden zu erfüllen und gehen über unsere Grenzen drüber, sondern wir lernen immer mehr, bei uns zu sein, liebevoll mit uns umzugehen, auf unsere Bedürfnisse wirklich hinzuschauen und auch gerade in diesen Momenten, wo wir uns manchmal einsam fühlen, kann es für den einen oder anderen eine Ressource sein, zu fühlen, dass möglicherweise vielleicht ein Anteil, was auch immer, oder ein Engel deines Zwillings vielleicht jetzt gerade neben dir ist. Und alleine das
zu fühlen und daran zu glauben. Und da geht es nicht darum, dass wir in der Lebensberatung irgendjemanden etwas aufoktorieren wollen, sondern es liegt bei jedem ganz alleine, ob das auch eine Ressource für jemanden sein kann. Wenn dem so ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, kann das total bestärkend sein, total nährend, beschützend und auch so dieses, ah, da ist noch jemand. Und ich muss es nicht wissen, wie er ausschaut. Ich muss mich nicht einmal darum kümmern, ja, dass es ihm gut geht. Nur zu wissen, es er oder sie ist bei mir. Das tut mir einfach gut. Dann kann ich auch mal vielleicht Danke sagen oder keine Ahnung was. Ja, so wie es ein Prozess ist, wie du gesagt hast, bis man dahin kommt, weil so viele Schichten drüber sind, so ist es auch ein Prozess, wenn man es dann weiß, bis das Thema, ja, so, ich sag jetzt mal, Normalität im Leben bekommt. Also das habe ich auch gemerkt, dass es da danach ein bisschen mehr verstärktes Thema war in allen möglichen Lebensbereichen und irgendwann, wo ich gemerkt habe, es ist gut integriert, es ist okay. Ja, und natürlich immer dieses Wissen, und das ist in manchen Momenten viel, viel stärker. Ja, und in manchen Momenten ist es spielt auch keine Rolle in dem Sinn, ja, weil es gut integriert ist. Wie man dann sagt, man kann dann einfach mal drüber schmunzeln, dass man schon wieder zwei Kleider gekauft hat für einen anders. Ja, es ist ein Lebensbereich oder es ist ein Thema, was so im Verborgenen noch ist, aber ganz viele Schätze darin liegen, alleine schon an dem Wissen und was wir dann da oder jeder Einzelne daraus macht, kann man auch vorher nicht sagen. Es ist auch durchaus normal, erst durch einen Trauerprozess durchzugehen. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Oder dann möchte ich noch erwähnen, dass das, ich habe ja etwas verloren. Ja, und wir dürfen um einen Anteil, der ja ein Anteil von mir ist, auch wenn es eine andere Person war, ja, den habe ich verloren. Und wenn ich durch diesen Trauerprozess durchgehe, dann kann es gut, dann kann es heilen und dann kann es irgendwann, wie du sagst, so eine gewisse Ressource werden. Und Ja, ja. das ist ganz wichtig, was du sagst. Also gerade dieser Trauerprozess ist wirklich so ein großes Thema und braucht wirklich Zeit. Und vor allem eben, und das dürfen wir nicht vergessen, also es ist nicht auf der Verstandesebene. Da weint dann etwas möglicherweise, wo dann der Kopf sogar so zwischendurch so, ich verstehe. Verstehst nicht, aber okay, ich lasse es halt jetzt mal weinen. Und da drückt sich der Körper einfach nochmal aufgrund dieser Erfahrung aus und auch dieser Befreiung, dass er das nicht mehr halten muss, dieses Geheimnis, sondern dass es da jetzt jemanden, nämlich man selbst, gibt, der dem Raum gibt. Ja, Ja. es ist wieder dieses, dass wir eben drei, wir sind nicht nur das eine, ja, sondern wir sind Körper, Geist und Seele. Und Ja. in vielen Themen, also die Themen dürfen durch alle drei Ebenen durchfließen. Und bei solchen Erfahrungen fangen wir halt auf Körperebene an, bis der Ja. Kopf dann so dahinter kommt und sagt, okay. Dann, es scheint so zu sein, auch wenn man immer manchmal noch so ganz unschlüssig ist und oder es fast gar nicht glauben kann, woher man das dann jetzt plötzlich weiß. Und trotzdem spürt man. Und Ja. das ist etwas ganz Feines. Und sich darauf einzulassen, ja, braucht, glaube ich, wie in so vielen anderen Themen auch Mut und ja, ein fließen lassen, Ja. sich da nicht zu verschließen, sondern einfach dieses, hey, du hast da eine Ahnung, ja, lass uns offen sein und lass uns schauen, was da ist, um es in unser Leben, also ja, in unser Dreierleben sozusagen, Körper, Geist und Seele zu integrieren, um es als Ressource nutzen zu können. Ja, voll. Und mir kommt jetzt noch so der Gedanke, wenn es für jemanden vielleicht noch ein bisschen seltsam klingt, dieses Thema,
von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir fühlen uns manchmal mit gewissen Personen so sehr verbunden, mit Mama, mit Papa, mit einer Oma, mit einem Opa, mit einer Ur-Ur-Oma, Ur-Ur-Opa. Und manchmal fühlen wir uns sogar mit einem Ahnen oder Ahnin so verbunden, obwohl wir gar keine Ahnung haben, wer das eigentlich war. Spätestens dann bei der Aufstellung merkt man das zum Beispiel, ja, dass dann zum Beispiel 7 Generationen dastehen von der Mutterlinie und dann sagt man, boah, die vierte Oma da. Also da fühle ich einen ganz starken Bezug, habe ich nie kennengelernt. Genau. Und man weiß definitiv, also das steht geschrieben, das ist erforscht, dass es die Mehrlings an gelegten Zwillinge und gibt. Nicht alle haben es geschafft bis ins Leben. Hat auch einen Grund, da können wir später mal drauf schauen, in einer anderen Sternstunde vielleicht nochmal. Und wenn der Verstand aber nicht weiß um dieses Thema, so dürfen wir lernen, unserem Körper zu vertrauen und auch unserer Seele zu vertrauen, dass wenn wir von dem Thema hören, dass vielleicht der Kopf sagt, aber irgendwas in uns geht in Resonanz damit. So wie diese Verbindung zu dieser Ur-Ur-Ur-Oma, die wir nie kennengelernt haben, aber das spüren wir. Vertrauen wir auch dem, was wir nicht zuordnen können. Vertrauen wir dem, was wir in uns spüren. Nicht vertrauen wir dem, was uns wer anderer sagt. Erst, weil das haben wir so gelernt. In erster Linie dürfen wir jetzt lernen, uns selbst zu vertrauen. Nicht dem, zumindest nicht immer, aber vor allem dem Körper. Ja, wir sind Körperwesen, alle miteinander, sonst hätten wir ja uns nicht sehen und spüren und erleben. Und so wenig haben wir eine Erfahrung und ein Wissen über unseren Körper. Wir wissen so sehr, wer was braucht, was ich jetzt machen muss, aber wie es sich bei mir anfühlt und warum es sich jetzt bei mir so anfühlt und was ich jetzt brauche, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Und wenn es unangenehm wird im Körper, dann nehmen wir schnell ein Pulver oder gehen zu einem Arzt, der soll das dann irgendwie wegruppeln. Ich sage das jetzt ein bisschen leger. Aber wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Nicht, weil wir es uns nicht wert sind, sondern weil wir einfach dieses Bewusstsein nicht gelernt haben. Wir haben es nicht gelernt, auf unseren Körper hinzuhorchen und zu lernen und zu erfahren, dass der Körper auf seine Art und Weise mit uns spricht. So wie ich jetzt mit dir und mit euch da draußen spreche, so spricht unser Körper auch zu uns. Wir kommen erst dann drauf, wenn der Zahn so weh tut, dann gehe ich zum Nachtzahnarzt, weil der Gott sei Dank dann doch offen hat und lasse mir den Zahn reißen oder was auch immer. Oder ich werde operiert oder. Und ich denke, dann ist es damit erledigt. Wir sind uns dessen nicht bewusst, weil wir einfach alle miteinander, zum Großteil, sage ich mal vorsichtig, nicht so geprägt sind, dass wir in erster Linie auf uns selbst schauen, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Talente, auf unsere Visionen, auf unsere Fähigkeiten und. Sondern wir haben gelernt, immer uns nur nach dem Äußeren, ja, zu orientieren. Schau, dass du was lernst, schau, dass du einen guten Job hast, schau, dass du eine brave Hausfrau wirst, vielleicht noch einen guten Job hast, ein lieber netter Familienvater wirst und. Und wenn ich jetzt ein paar seltsame Spompanadeln habe, wie zum Beispiel, dass ich mich vor irgendetwas fürchte, was ich nicht zuordnen kann, dann nehme ich vielleicht ein Pulver, dann hört es auch auf. Und ich möchte dir sagen, in den meisten Fällen wird es nicht besser werden. Und deswegen gebe ich wirklich jedem so die Idee mit, ja, sich ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu erforschen, warum du so fühlst, wie du fühlst. Das ist nicht, weil dein Körper heute spinnt oder weil er heute nicht funktionieren kann oder will. Es ist ja kein bockiges Kind in dir oder so, sondern der Körper ist der Ausdruck von etwas. Und da dürfen wir hinschauen. Ganz genau.
Aber da machen wir vielleicht noch mal eine eigene Folge zu. Das können wir gerne machen. Genau. Ja, vielen Dank, liebe Bettina, für den spannenden Einblick. Also auch ich da habe da wieder so einige Aha-Momente für mich, so wo ich, ach ja, die Verbindung, genau. Weil es ja, wenn wir es integriert haben, nicht immer präsent ist. Ja. Ja. Und es ist auch gut so, dass es dann nicht immer so vordergründig, also ich renne ja nicht rum und sage, ah, ich bin Ja. verlorener Zwilling, also Nein, übergebener das. Zwilling, sondern dass es so eine für mich selber eine gewisse Normalität bekommt, dass ich da nicht ununterbrochen drüber nachdenken muss, sondern dass es gegeben ist. Und ja, es war ein feiner Einblick. Also ich glaube, auch bei dem Thema könntest du wahrscheinlich noch ganz lange weitersprechen. Und wir hoffen, dass wir euch da draußen ja einfach einen Einblick gegeben haben, dass es Themen gibt, wo man vielleicht noch gar nicht so den Bezug zu hat, wenn man da noch keine Berührungspunkte hatte, aber vielleicht ist das eine oder andere, wo du denkst, ah, okay, ja, eventuell. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, weil Wissen über gewisse Themen ist ja grundsätzlich auch was Tolles. Und ich glaube, wenn wir es teilen, wenn es immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass es Themen gibt, die nicht immer präsent sind, aber es Menschen gibt, die betroffen davon sind, dass es zur Heilung von allem mit beitragen kann. Ja, cool. Und weil du das nochmal gesagt hast, auch so von wegen, kommt mir genug in den Sinn, ja auch so, warum bin ich so hochsensibel? Ja. Warum bin ich so spürig? Ja. Und da dürfen wir wirklich hinschauen, weil unser Körpersystem, unser Nervensystem hat entsprechende Erfahrungen gemacht. Und so wie wir heute sind, sind wir ein Ausdruck aufgrund unserer Erfahrungen. So, unser Hund ist am Meckern. Das Leben ruft uns. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, liebe Bettina, für die ganz vielen tollen Einblicke. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Eine schöne Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Dir auch eine gute Zeit, liebe Anja. Alles Liebe. Tschüss.